Hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal, Ulrich Kerensky. Heute möchte ich euch noch einmal eine kurze Produktvorstellung machen zu einem, nein, nicht zu diesem Handy. Das ist ja schon ein bisschen älter, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Es ist nur, dass ihr es erstmal optisch seht, zu Demonstrationszwecken dann, um was es eigentlich geht. Also es geht eigentlich, okay, das war ja dann wohl nichts. So haben wir das, um ein externes Mikrofon für meine Kamera oder für mein Handy besser gesagt. Hier behandelt es sich um Smart Mic von Saramonic. Denke mal irgendwie so ein chinesischer Anbieter. Ich würde das eigentlich eher nutzen für mein Handy, wenn ich hier mal zu Hause Tabletop spiele, um das mal extern aufnehmen zu können. Ob es richtig funktioniert, werde ich dann mal sehen. Aktuell spreche ich gerade über mein Ansteckmikrofon, was eigentlich auch recht gut ist und natürlich viel, viel günstiger war, komischerweise. Gut, machen wir dann das Ganze mal auf. Ihr bekommt das in dieser schlichten Verpackung, ist nichts weiter dazu. Ich mache es mal so. Hier steht zwar für iPod, iPhone und iPad hergestellt, funktioniert aber auch an eurem ganz normalen Androiden. Also bei mir funktioniert das, weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt keinen, der hier original immer groß Unboxing macht. Also ich habe es mir schon mal angeschaut. Ich möchte es euch noch mal zeigen, wie die Verpackung kommt. Also dass wir die Verpackung, wie es angeliefert bekommt, recht leicht zu öffnen. Einfach rausziehen. Also mehr ist hier nicht dabei. Nur das Notwendigste. Gut, ihr habt natürlich hier euren Mikrofonschutz und das Mikrofon selber. Schauen wir mal an, hier steht von, jetzt ist der blöde Aufkleber drüber geklebt, muss ich schnell mal abziehen, das wird jetzt hier nebenbei etwas zuppeln und zippeln, schätze ich mal. Okay, von 35 bis 18 Hertz wäre die Frequenz. 74 dB Signal. Das Gewicht ist so 21 Gramm, also schön leicht. Wir haben hier einen 1,8 Zoll Klinkestecker, also 3,5 mm. Und es ist ein, ich stelle hier Electric Condenser Mikrofon, also Kondensatormikrofon. Gut, das Ganze funktioniert ganz einfach. Ihr nehmt euer Smartphone rein an die Klinke, fertig. Das Ganze ist bewegbar, also um 180 Grad Minimum und natürlich 360 Grad hier in diesem Winkel. Das war dann alles und ich stoppe mal kurz die Aufnahme und stecke das mal einfach statt meines externen Mikrofons, also meines Ansteckmikrofons, an. So, jetzt setze ich mal die Aufnahme ganz kurz fort. Diesmal ist das Mikrofon auf mich gerichtet. Ich bin mal gespannt, wie es dann nachher im fertigen Video klingt. Jetzt richten wir das mal Richtung Tisch. Und ich begebe mich mal einfach in die Tischmitte, um dann mal zu sehen, ob es auch funktioniert, wenn ich dann später vielleicht ein paar Spielaufnahmen mache oder andere Präsentationen. Einmal schieben. Ich lege mal alles ab. Ich befinde mich jetzt so circa in Tischmitte. Auf der Abstand vom Tisch ist circa 1 Meter in die Höhe und ich rede eigentlich relativ laut. Wenn man da leiser redet, dann weiß ich nicht, ob man mich dann richtig verstehen wird. Jetzt mal ist es wieder ganz normal, wie ich es jetzt aufnehmen würde. Und ich komme mal wieder zurück und wechsle dann gleich nochmal auf mein Ansteckmikrofon. Ups, das war mein Stuhl. Einen Moment. Weiter geht es im Text. So, jetzt sind wir wieder mit dem Ansteckmikrofon unterwegs. Also gut auch, dass ihr noch den Mikrofonschutz habt. Der lässt sich relativ einfach überstülpen. Und dann schaut das Ganze eben halt so aus.
Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie dann die Qualität bei der Aufnahme war. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Und ich möchte dann demnächst erst einmal ein Video über meine, wie soll ich sagen, Softbox machen, die ich mir zum Fotografieren zugelegt habe. Mensch, das blendet aber hier mein Kunstlicht. Aber es passt schon. Also ich denke, das ist eine Kaufempfehlung. Wieso ich denke? Also definitiv, doch, kann man schon kaufen. Also halt von Größe, Beweglichkeit top. Die Verarbeitung wirkt erst einmal nicht billig. Wie die Aufnahmen sind, das kann ich euch dann später nochmal richtig demonstrieren. Könnte man eigentlich auch gleich noch was dazu sagen, indem ich einfach mal das Video kurz stoppe und mir mal eine andere Aufnahme anschaue, wo ich das bereits ausprobiert habe, und dann könnte ich direkt euch sagen, ob das okay ist oder nicht. Das füge ich dann gleich noch einmal an, das Fazit. Also, kurz dranbleiben bitte. Gut, dann habe ich mir mal kurz meine Aufnahme angehört, wo ich dann heute die Softbox mir angeschaut habe. Also tontechnisch würde ich sagen, ist das absolut okay. Macht gute Aufnahmen. Also natürlich dürft ihr keine Profiqualität erwarten, auch wenn es natürlich etwas teurer ist, dieses Teil. Mit 23,95 Euro war das, glaube ich. Kann aber sein, dass er jetzt auch gerade etwas günstiger geworden ist. Gehört schon, sage ich mal, weiß ich nicht, kann man sagen, etwas bessere Einsteigerklasse. Ich kenne mich da nicht so aus, weil die Profis, die arbeiten ja mit Mikrofonen, die sind ja puh, echte Hammer, die fangen da nicht unter 200, 300 Euro an mitunter. Ne? Aber wie gesagt, für uns und vor allen Dingen für die Handyaufnahmen absolut passend, kann ich mich nicht beklagen. Deshalb würde ich sagen, huch, wo ist mein Daumen hin? Den seht ihr ja gar nicht, den seht ihr gar nicht. Okay, dann muss ich mal weiter hochgehen. Ein Kauftipp, Daumen nach oben. Das ist blöd, wenn man kein Weitwinkelobjektiv drauf hat. Das habe ich ja wieder abgeschraubt, damit ich euch das hier schnell noch zeigen konnte. Von dem Wix, also hier nochmal, hier, stell mal Eigenwerbung. Das von Wixing, das nutze ich ja, ne? Also ich mache alles sozusagen über mein Handy. Okay, demnächst sollte ich vielleicht mal noch was machen. Wie mache ich meine Aufnahmen oder so? Keine Ahnung. Wie gesagt, das nächste Video, was dann gleich folgen wird, ist über meine Softbox, was schon fertig aufgenommen wurde. Da könnt ihr auch kurz reinschauen, wie ich mich da anstelle. Wahrscheinlich eher nicht so gut. Ich sage dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis demnächst, euer Ulrich Kerensky.